Die Rudolf-Diener-Straße im Zentrum von Gera. Eine Einbahnstraße, hier gilt Tempo 30. Doch ob sich wirklich jeder daran hält, das will die Polizei Gera morgen ganz genau wissen. Für den sogenannten Blitzermarathon wird von früh bis spät an ganz vielen Orten in der Stadt die Geschwindigkeit kontrolliert. Wir haben uns natürlich verschiedene Örtlichkeiten rausgesucht, verschiedene Straßen ausgesucht, die aus unserer Sicht natürlich auch, wo es aus unserer Sicht Sinn macht, dort die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Das sind in der Regel Örtlichkeiten, wo Kindergärten da sind, wo Fußgängerüberwege zu sehen sind. Außerdem wird auch vor Schulen und in verkehrsberuhigten Zonen kontrolliert. Wo genau morgen in Gera geblitzt wird, ist dabei kein Geheimnis. Die Polizei hat alles öffentlich gemacht, von der Thüringer bis zur Nürnberger Straße. Wir gehen an die Öffentlichkeit mit den Örtlichkeiten, wo wir am Freitag die Geschwindigkeiten kontrollieren, um Akzente zu setzen, um den Leuten nochmal zu sagen, wir sind an dem Tag unterwegs, wir kontrollieren die Geschwindigkeiten, wir wollen sie nicht abzocken, sondern wir wollen sie einfach nur darauf vorbereiten. Wir wollen ihnen sagen, die Geschwindigkeitseinhaltung ist zwingend notwendig und wenn dadurch ein Unfall verhindert werden kann, dann hat sich der ganze Tag auch schon gelohnt. Doch bringt so ein Blitzermarathon an einem Tag und vorher angekündigt überhaupt etwas? Verkehrsexperten sind da skeptisch. Nun, die Erhebungen, die wir direkt nach dem Blitzermarathon gemacht haben, zeigen ja, dass die Leute sich sofort wieder anpassen. Das heißt, an dem Tage, wo man natürlich 20 Mal im Radio oder sonst wo darüber gehört hat, fährt man vernünftig, weil man Angst hat, erwischt zu werden. Am nächsten Tag ist alles wieder verpufft. Dennoch, wer erwischt wird, für den wird es richtig teuer. Und zwar nicht nur am Freitag. Bis zu 10 km/h drüber kostet innerorts 30 Euro, außerorts 20. Bis 15 km/h zu viel 50 Euro innerorts, ansonsten 40 Euro. Richtig teuer wird es für Raser, die über 70 km/h zu schnell unterwegs sind. 800 bzw. 700 Euro plus Punkte plus Fahrverbot. Ob und wie viele Raser die Polizei morgen in Gera erwischt, es wird sich zeigen. Besser also Fuß vom Gas, nicht nur, weil Blitzermarathon ist.